Heute wird süß im Türchen 11. Süß. Und wer es jetzt noch nicht erraten hat, wir malen heute eine Zuckerstange. Und wie ich das gemacht habe, gar nicht so schwer. Das zeige ich euch mal. Viel Spaß. Schaut mal, da habe ich sogar eine Form vorliegen. Obwohl ich die sehr dünn finde. Die ist auch noch eingepackt. Soll ja nicht wegschmelzen hier. So. Wir machen mal so eine kleine Dicke heute hier. So, hier oben kommt noch der Anhänger ran. So. Ist genau wie mit dem Schneemann von gestern. Weiß auf weiß. Das ist immer nicht so einfach. Wir fangen jetzt auch hier tatsächlich mit der dunklen oder mit dem, nein, wir fangen mit der hellen Farbe an, also mit dem Weiß der Zuckerstange, weil die ja ein bisschen dunkler werden muss. Und da rahmen wir das hier einfach mal ein. Weil hier gilt nämlich das gleiche Prinzip wie bei allem, was rund ist, dass das, was am Rand ist oder das, was außenrum ist, immer dunkler ist. Also ein Objekt ist oben, wenn da Licht scheint, immer heller als am äußeren Rand. Ne? So, das habe ich jetzt mit Neutraltinte gemacht. So. Ein Rand. Seite würde ich sogar tatsächlich ein bisschen dunkler machen. Das sieht jetzt schon dreidimensional aus. Aber es fehlt ja auch noch das Rot. Und da haben wir hier, ich spüle die ja auch nie aus, das sind genau Farben, die wir in den letzten Tutorials auch zusammen gemacht haben. Das müsste echt rot und Krapplack hell war das. Das nehme ich jetzt auch wieder. Aber natürlich erst, wenn das hier trocken ist. Das seht ihr, es bildet sich da so ein unschöner Rand. Kriegen wir das noch hin? Den will ich nämlich nicht. So. Trocknen, ihr wisst. Und da kommt jetzt noch das Rot. Ihr seht es ja hier auch, ne, dass sich das so ein bisschen mit ringsrum kringelt. Das heißt, wir machen jetzt hier keine geraden Striche, sondern wir machen das auch so gebogen. So, mir ist es aber noch ein bisschen zu kühl. Ich habe ein bisschen von dem Echtrot genommen. Das ist noch nicht trocken, aber ist nicht schlimm. Ihr seht da, glaube ich, gerade einen schönen Effekt. Den die Neutraltinte gibt. Denn die Neutraltinte ist einer der wenigen Farben, die sich nicht anlösen lassen. Also nicht richtig zumindest. Also es wird immer ein Rand bleiben. Das heißt aber, dass man die Neutraltinte immer gut als schattigen Untergrund nehmen kann, weil die Farbe, die ihr dann drauf malt, eigentlich auch nicht die Farbe aufnimmt, sondern auch nicht richtig deckt. Also ihr seht den Schatten auch in dem Rot. Wir sind fertig übrigens mit der Zuckerstange. Wir schneiden die jetzt noch aus und machen noch ein Hängerchen ran.
Und eine Süßigkeit ist fertig. Also Zuckerstangen finde ich, die sind so, ich mag die nie essen. Ich finde diese wirklich Dekorationsdinger, also ich würde die nie anlutschen oder sowas. Obwohl das ja eigentlich so lolliartig ist. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir ganz, ganz viele Zuckerstangen heute malen. Und ihr die mit mir teilt auf, unter, nicht auf, unter dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Und ich freue mich, wie eure Zuckerstangen so aussehen. Tschüss!